ganz herzlich zu einem Vlog. Wie ihr seht, sind wir unterwegs. Also ich sitze gerade im Auto. Papa war tanken, sollte jetzt aber auch bald kommen. Dann war nämlich jetzt bezahlen. Wir müssen jetzt nämlich ein bisschen was zum Essen einkaufen gehen. Es ist heute nämlich Freitag und wir brauchen was für die Woche zum Futtern. Habt ihr Hunger? Ja, die Kinder sind zu Hause. Die Großen passen wie immer auf die Kleinen auf, wenn wir einkaufen gehen. Das ist eine sehr große Entlastung, weil mit den allen Einkaufen wäre es schon sehr schwierig, vor allem jetzt Corona-Zeiten ungern. Weniger. Mhm. Doch? Nein. Ich bin jetzt 5 Uhr auf meine Beine. 5 Uhr? Wieso? Keine Ahnung. Was hast du gemacht? Ich bin im Bett gewälzt. So, dann wachst du nicht auf deine Beine, sondern nur wach. Ja, dann bin ich aufgestanden. Ja, aufgewacht, sagt man. Aufgestanden ist, wenn du stehst. Ja, dann bin ich aufgestanden. Ach so? Okay. Dann war der mit dem Gassi. Oh, Papa ist schon in der Früh immer volles Programm, vor allem wenn man Tiere hat. Gassi, hühnerfrei. Genau. Also die Hühner. Wasser geben. Ja. Jetzt sind dafür alles eingefroren. Bauernhof live. Ja, Bauernwolle. Oh, so, meine Lieben, der erste Teil unserer Shopping-Trips ist, haben wir schon erledigt, aber konnten wir euch natürlich nicht mitnehmen. Wir waren jetzt nämlich bei Müller und haben die restlichen Nikolaus-Kleinigkeiten für die Kinder gekauft. Papa ist schon am Schwitzen gewesen. Wir haben natürlich mehrere Sachen gekauft, auch für Weihnachten noch zusätzlich. Hat uns ein bisschen was gefehlt. Sonst sind wir eigentlich fast fertig. Für Patrick fehlt uns leider noch ein Geschenk. Es ist ja so, dass die PlayStation 5 aktuell sehr beliebt ist und nur kleine Ware, nur kleine Menge zu kaufen gab. Wir haben es auch probiert, haben es leider nicht geschafft, eine zu ergattern. Es war einfach die ist zu begehrt aktuell. Aber ich habe von vielen Seiten gehört, dass es nicht gut ist, jetzt eine PlayStation 5 zu kaufen, weil die angeblich jetzt noch die erste Variante ist und die muss noch verbessert werden, die Software. Keine Ahnung, schauen wir mal. Es ging sich jetzt nicht aus und es wird sich auch nicht mehr ausgehen vor Weihnachten. Deswegen wird der Patrick was anderes bekommen, aber wir haben schon eine Idee. Werden wir natürlich nicht verraten, weil unsere Kinder sind kleine Füchse, die schauen dann vielleicht die Videos. Und vor allem, die Lara schaut auch ab und zu mal so ein Video von uns. Und wenn die dann sieht, die hört jetzt noch nicht so aufmerksam zu, glaube ich, aber wenn die da sehen wird, was wir euch zeigen, dann wäre der Zauber vorbei. Ich habe schon einmal diesen Fehler gemacht. Ich habe mich dabei gefilmt, als ich für Osterhase die Sachen versteckt habe. Und die Michelle hat sich das Video angeschaut und hat dann gesagt, was Mama, du warst das? Und war so traurig, sie hat geweint. Ich war auch traurig, dass sie erfahren hat. Ich habe vorhin nicht dran gedacht und ja, deswegen seitdem gibt es sowas nicht mehr zu sehen. Immer nur, ja. Ihr könnt natürlich gerne beim Nikolaustag einschalten, dann könnt ihr dann sehen, was die Kinder bekommen haben. Ja, und jetzt gehen wir aber erst Essen einkaufen. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal unser Leergut, was wir zurückbringen müssen. Es ist heute so viel los. Also, normalerweise ist ja nie so viel los am Freitag, oder? Ja, heute ist der 13. Heute ist nicht der 13. Aber keine Ahnung, vielleicht. Aber überall war so viel los, beim Dealer genauso. Komisch. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch was zu essen, deswegen müssen wir da los. Ich habe mir so eine FFP2-Maske genommen. Das schaut man von der Seite, finde ich, wie so ein Küken aus, oder? Schaut sie? Das ist wie ein Schnabel. Wie ein Schnabel. Was brauchen wir von Merkur eigentlich? Also wir brauchen keine Ahnung. Ah. Öl brauchen wir auch. Also von mir vom Hof, oder? Aha, okay. Gehen wir zum Hof auch danach, oder? Ich glaube, ich muss auf Toilette. Du glaubst? Die Mama glaubt nur. Ich komme gleich wieder. Okay. So, währenddessen gehen wir mal Bier holen, weil heute ist, glaube ich, bei Merkur minus 25%. Auf alkoholfreie Getränke und wir kaufen immer den Malzbier. Und das fällt natürlich unter diese Kategorie. Burrito. Burrito. Ja, da gibt es zwei Sorten. Einmal Burrito Burrito und der andere ist Burrito Fajita und eines Burrito. Ja. Muss mal googeln. Nimm das, steht original drauf. Okay. Vier Portionen. Das reicht, oder? Das isst ja nicht jeder mit Fleisch. Ja. Wir
sind schon zu Hause und ich bin hier unten, um die Nikolaus-Sachen zu verstecken, die ich da drin habe. Ja, die Sophie ist natürlich mit am Start. Wir sind hier in diesem Raum, ja, der ist unten im Erdgeschoss bei den Kindern. Entschuldigung, Sophie, sorry. Bitte gehen Sie weg. Die Tüte ist mir nicht so einfach. Ich weiß schon, was die Sophie da macht. Kann es sein, dass du den Knochen riechst? Dann nehme ich auch für die Sophie und die Emmy was drin. Sophie. Emmy, schau da. Emmy. Sophie. Wir sind jetzt zu Hause angekommen und werden die Tüten schnell ausräumen mit den Sachen, die wir gekauft haben. Lebensmittel weg. Okay, sorry, es ist dunkel. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall schnell die Tüten ausräumen und dann gehen wir mit den Kindern zum McDonald's. Michelle hat ganz, ganz süße Bilder, Bettelbilder geschickt. Zeige ich euch dann am Handy. Vom Handy aus hat sie mir auf WhatsApp geschickt. Mama, können wir zum McDonald's? Diese Tricks. So, jetzt müssen wir da ausräumen, oder? Oh Mann. Ich kriege nicht die Liebe von euch. Da ist noch ein Kitzelkatzebau. Wollte. So, komm mal, hilfst du uns schnell? Tüten ausräumen. Nur diese Tüten haben wir? Die sind die. Nein, ich habe nicht. Achso, die andere war. Hast du die Kiste raufgetragen? Mal. Achso. Ich habe Toffifee gekauft, weil ich habe so geile Plätzchen, also Kekse gesehen. Die hießen Toffifee-Plätzchen und das muss ich unbedingt nachbacken. Deswegen habe ich ganz viel Toffifee gekauft. So, der Party geht noch schnell Gassi mit den Hunden und wir schauen schon mal, was wir nehmen. Was willst du, Lara? McDonald's! Die Luisa? McDonald's! Du bist McDonald's? Michelle, das ist dein Pullover, gell, der da am Tisch liegt. Jupp. Mami? Ja, Mami. Wer hat denn die Kopfhörer in den Obstkorb reingelegt? Lara! Wascha. Die Luisa? Lara! Mama, es war Luisa! War die Lara? Lara! Die Lü! Ah, Gott. Der Bibi sagt doch. Hab ich nicht lügt? Nein! So, jeder weiß schon, was er haben will, oder? Wir sind in unserem Lieblingsrestaurant, in unserem Auto. Da sind zwei Pommes drin. Eine Kürbisschenkel von Patrick und eine dir, oder? Sonst hat er keine große Pommes. Na, das sind nur die Sachen. Das sind ein Pommes von dir. Gibt da Patricks Burger rein. Chicken Nuggets, Royal TS. Michelle Sechser. McChicken ist meiner. Der Veggie Burger, Cheeseburger. Patrick Veggie Burger. Ja, Patrick ist mein Burger. Ist das der Patrick? Ich bin Michelle, ist auch schön. Ja, du willst auch eine natürlich. So, jetzt mach ich mal ein Happy Meal. Hat die da und die andere noch nicht bekommen? Nein, mach ich. Fischmehl oder Mehl? Hi, danke. Fisch nicht nach Schnuck. Ich fange mit dem Fisch an. Ich fange mit dem Pommes an. Wisst ihr noch, Anfang der Schwangerschaft? Ich glaube, da waren wir in einer Woche jeden Tag bei McDonald's. Kannst du dich erinnern? Und du hast mir ein Fisch-Mac-Menü gekauft. Wenn gegessen wird, hörst du plötzlich Ruhe. Hörst du das? Nur der Wind hört man von draußen. Nur das Geschmack. Ich habe die ganze Zeit dieses Lied im Kopf. Weihnachten dann. Lalalala. Danke, Michelle. Ich habe dieses Oh my sweater, my Christmas. War das gerade Englisch? Das war der Anfang von dem Lied. All I want for Christmas is you. Na gut, wir essen jetzt mal. So, meine Lieben, wie ihr seht, sind wir schon wieder zu Hause angekommen und ich werde jetzt mich an diese Toffifee-Kekschen machen, weil da muss man den Teig nämlich eine Stunde ruhen lassen. Es ist aktuell schon 18 Uhr. Und deswegen, ich habe noch voll Bock, die jetzt zu machen. Ich habe mich so ein Gusto drauf, die zu essen. Und es ist ein mega einfaches Rezept. Das habe ich bei jemandem in der Insta-Story gesehen. Ich werde euch natürlich das Rezept hier unten reinsetzen, falls ihr die auch nachmachen wollt.
Ja, ich werde das jetzt schnell zusammenmixen. Ich habe Bock auf diese Kekse. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal alle Zutaten zusammenmixen. Das ist ja für euch langweilig. Das Rezept findet ihr sowieso unten in der Infobox, habe ich euch versprochen. Und ich zeige euch dann, wie diese leckeren Kekse, wenn der fertige Teig ist, wie es dann das ist nämlich dann der spannendste Teil. Wie das dann ausschaut. Sieht schon so lecker aus. Deswegen, gut, macht euch gefasst auf ein mega leckeres Kekschenrezept. Aber wie gesagt, vorher brauche ich mal hier diese ganzen Sachen und ist langweilig zum Zuschauen. Deswegen, bis gleich. Kurzes Update noch. So viel Teig ist jetzt rausgekommen. Ganz, ganz wenig. Der Teig ist nämlich wirklich nur ein kleiner Teil davon, von diesen Toffifee-Keksen. Das kommt jetzt in den Kühlschrank für eine Stunde circa. Und dann geht der Spaß richtig los. Also wir werden jetzt auf jeden Fall den Teig in den Kühlschrank stellen und Wäsche falten gehen, Kinder. So brav sind alle jetzt. Die Kamera ist aus, bis jetzt streiten sie die ganze Zeit. Also Wäsche wird gemacht. Ja, aber die Kamera sollte immer laufen, weil sonst bist sogar du ruhig. Ich heiße nicht mehr Johann, ich heiße Johanna. Ich suche ganz etwas. Was denn? Dieses von den, diese Nummer 5. Schau mal in der Playmobil-Kiste, hab vielleicht. Hab ich schon geguckt. Dann, ja, Papa, willst du damit sagen, dass Bügeln was nur für Frauen ist? Dann kannst du gleich Hater-Kommentar. Hater-Kommentar in 1, 2, 3. Let's go! Bei uns, wenn Wäsche ist, sind die Gemüter plötzlich erhitzt. Keiner will nämlich Wäsche machen eigentlich. Und der Patrick ist plötzlich ganz ruhig. Normalerweise ist er der quatschigste. Aber ich kann nicht mehr. Die Lara hat ihr eigenes Problem. Lara, komm her, zwischen Patrick und Michelle kannst du dich reinwurschteln, komm. Ja, kannst du mir helfen, weil es aber so lass ich. Ich habe einen Dingsbums gebracht. Was ist das? Zwei. Weißt du, warum ich ihm diese gekauft habe, Papa? Hör auf! Weil der Patrick nie drauf geschaut hat, ob sie links oder rechts hängen. Und diese Köpfe kann man drehen, weißt du? Das ist. Also ich hätte dann. Und wenn unten geht, die meistens in schwarz. Was? Nee, er hat keine schwarzen. Was? Du hast von mir Uhr viele bekommen. Jedes Mal. Dann bring sie wieder rauf. Wann? Schau mal, Fili. Der war den nur, damit er ein bisschen spazieren geht, oder? Ich habe viele bei dir gesehen. Meine sind alle voll. Ich weiß nicht, irgendwas. Michelle ist ein Affe, ja? Michelle ist ein Affe. Er hat Abfell gesagt. Guck dort. Die Mama hat unter ihrem Gartengarten geschaut und da war dann ein Apfel von Lisa, aber so halb hat gegessen. Guck da Couch. So, Baba, geht schon bügeln. Ich hab noch nicht ganz geguckt. Papa, ich will kein Wasser. Sie ist ja richtig Bock, oder? Ich schlaf jetzt. Aber wir waren mit euch bei McDonald's, weil du das unbedingt wolltest. Ja, aber... Du hast ein Loch in deiner Hose. Ich wollte. Egal. Hätte ich das Foto mit den Kleinen nicht geschickt, hätte die... Das ist wirklich ein Lockdown. Da habe ich alle aus mich entschieden. Nein. Doch, alle nein, davon. Nein, ich habe zwei. Wie viele, Patrick? Das sind alle aus mich entschieden. Das ist eine Lüge, oder? Die sind vom Karton. So, wir haben hier noch. So, mal kurz hier Ruhe im Karton. Nein! Also, wir haben auch diesen Korb und diese Wäsche noch. Die Märchen sind von dir. Die Kinder haben sowas von richtig Bock. Heute ist richtig Motivation da. Ja, Mama, guck dir an, Mama. Ja, Michel, das sind auch eure Sachen, nicht nur meine. Die meisten Sachen sind nicht meine. Schau mal, das ist der T-Shirt, den ich gerade bügel. Das kann ich mir, ja? Was soll ich jetzt machen? So, meine Lieben, mit der Wäsche sind wir schon fertig und ich muss jetzt weiter meine Kekse machen. Deswegen habe ich mich jetzt hier in die Küche. Der Papa kocht auch gerade eine Suppe. Hört ihr vielleicht, dass der Dunstabzug läuft. Und ja, wie gesagt, ich zeige euch dann gleich die Kekschen. Also, Teig nehmen und davon müssen wir 60 kleine Kugeln formen. Deswegen, mal schauen, wie ich das mache. Ich werde auf jeden Fall mal die Kugeln so formen und portionieren.
und dann schauen, ob sich das auch ausgeht oder ob ich das zu klein oder groß mache. Ich habe das noch nie gemacht, aber das schaffe ich schon. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich habe die Kugeln geformt und jetzt kommt da jetzt überall. Also ich habe übrigens nicht 7, ich habe nicht 60 geschafft, sondern 57 von diesen Kügelchen. Sind aber nicht alle gleich groß. Sorry, ich habe schon aufstoßen immer. Und da kommt jetzt überall so ein Toffifee drauf. Ein Toffifee und dann drückt man das da so rauf, bis das platt wird. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier meinen Eischnee steif geschlagen und den werde ich jetzt hier überall aufspritzen. Ich habe leider keinen richtigen Beutel. Ich musste wieder so einen blöden Frischhaltebeutel nehmen. Aber ich habe mir schon so Sachen bestellt, weil ich habe so viele Sachen gehabt, aber verloren oder kaputt gegangen. Keine Ahnung. Ja, und da muss jetzt ein bisschen so. Die erste Tour ist schon fertig und die schmecken so lecker. Also das ist absolut ein Keks, den ich liebe. Die zweite Tour ist auch schon im Backofen und ich bin mega aus der Puste. Ah, ja. Ich werde jetzt gleich noch ein paar von diesen leckeren Keksen verdrücken. Die sind so lecker. Bei mir schauen jetzt optisch nicht so schön aus wie bei deinen Bloggerin da auf Instagram, aber der Geschmack, der zählt. Und das ist so lecker, das ist ein bisschen Mürbeteig. Dann hier dieses Toffifee, das so schön geschmolzen ist. Und dann dieses Windrind da drüber. Hm. So schaut das aus. Einfach nur mega. So viel. Und du darfst nichts Süßes. Na gut, mein Lieben. Ich werde jetzt den Vlog hier beenden. Und mich vom Vlog verabschieden. Wir sehen uns dann morgen. Bis dann.